So, einmal wieder aufwärmen. Und weiter geht die Reise. Kerntemperatur ist unter den optimalen Wert gesunken. Aber es ist echt relativ wenig los. Also im Gegensatz zu dem normalen Spiel, sage ich jetzt mal, ist hier doch an Kontaminierung gestorben. Okay. Relativ wenig los. Nahrungskonserven. Perfekt. Ich will hier nochmal... Verlangsamen stoppt. Hau ich mir mal Medikamente rein. Alarm. Infektion vorläufig gestoppt. So. Alarm. Infektion vorläufig gestoppt. Ja, da würde ich mich auch erstmal alarmieren. Das ist nämlich nicht so gut. Scheiße, ich hätte die Schmerztabletten nehmen sollen. Oh, hier kann ich sogar ausharren. Aber das bringt mir nichts. Ich hätte die Schmerztabletten nehmen sollen, ich Vollidiot. Wow! Ruhig. Ich habe hier doch noch mehr gehört, oder? Oh. Jawohl. AK regelt. So. Ja, in der Tasche ist nichts mehr drin. Hier wird langsam kalt. Ich brauche Feuer. Ich habe gerade irgendwas stampfen hören. Körpertemperaturabfall entdeckt. Gefahr der Hypothermie gestiegen. Ja, ich weiß. Ja, ich weiß. Quarantäne. Hört sich gut an. Erstmal rein da. Wo bin ich jetzt? Okay, da bin ich. So, hungrig und los. Ich drücke immer Pfeiltasten nach unten. Nein, du sollst dir ein Wasser reinhauen. Und einmal Nahrungskonserven. Und dann gehen wir mal hier rein. Und gucken mal, was wir hier drin jetzt finden. Da bin ich mal gespannt. Hallo? Ich möchte beichten. Okay, da hinten liegt was. Vater! Ich werde sündigen, ich plündere die Kirche. Was machst du denn hier, Alter? Hallöchen. Warum hast du so rote Augen? Das sieht nicht gut aus, mein Freund. Ach, da ist ja noch einer. Also die Kirche ist gut besucht heute. So, ich brauche Stoff. Stoff. Ich brauche Stoff. Boah, kann ich noch nicht. Mann! Stoff? Kann ich auch gerade nicht benutzen. Okay. Gut. Ich hätte die Schmerztabletten nehmen sollen. Ich hätte einfach die Schmerztabletten nehmen sollen. Statt die Medikamente. Körpertemperatur sinkt. Ich weiß auch noch nicht, in welchen Zeitabständen man am besten Schmerztabletten bzw. Medikamente benutzt. Denn die stoppen ja die Infektion. Ich bin letztes Mal hatte ich irgendwie das Gefühl, dass die einen die Infektion stoppen, dass sie nicht weiter vorgeht und die anderen einem mehr Zeit geben quasi. So ein Zeitbonus nochmal draufgelegt wird. Aber das ist wohl nicht richtig. Das ist wohl nicht richtig. Oh, was ist das denn? Ein grüner Wollschal. Perfekt. Den ziehen wir doch auch mal direkt an. Aussehen. Zack. Zack. Ich hätte lieber eine Jacke und Hüte.
Beziehungsweise eine Jacke und einen Hut. Das wäre ganz gut. Oh, der Duheim. Atemberaubend. So, hier haben wir noch eine Tasche, das nehmen wir mit. Jesus, Alter. Das ist die Rache dafür, dass ich die Kirche geplündert habe. Stoff, perfekt. Perfekt, Stoff, 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 Junge. Moment mal, ich kann hier was machen, ballistisches Schild. Stoff. Perfektikus. Ich könnte mal gucken, dass ich Elektronik noch mache. Zack. Und jetzt kann ich hier. Wer zum Betreten der Dark Zone benötigt. Ey! So, wir haben jetzt einen Filter. Für den bräuchten wir nochmal einen blauen Stoff für den Fortgeschrittenen. Ich weiß aber noch nicht, was da jetzt der Unterschied ist. Das Objekt benötigt folgendes Virus für lange. Der mehrere Schutzschichten. Wahrscheinlich kann man damit einfach in die Dark Zone rein und damit dann in diese kontaminierten Gebiete. Das könnte ich mir vorstellen. Ja, ansonsten weiß ich es nicht. Und da hinten geht zur Dark Zone. Dann würde ich sagen, begeben wir uns jetzt mal dahin. Oh, wir leben schon wieder 41 Minuten. Kerntemperaturabfall intakt. Ich bin mal gespannt, wie hart es dann in der Dark Zone ist. Eiskalt in den Rücken geschossen. Hut, Jacke, Hose. Okay, ist trotzdem besser. Von daher geht erstmal in Ordnung. So. Das werden wir, glaube ich, auch brauchen, wenn wir in der Dark Zone sind. Noch ein bisschen mehr Wärme bzw. Kälteschutz. Munition! Haben wir hier noch irgendwas Feines? Irgendwas Feines? Ich höre hier was piepen. Okay. Der hatte keine Lust mehr. Hier ist auch nichts. Hier auch nicht. Mensch, hier ist ja richtig viel los. Im Keller. Dann gehen wir doch mal in den Keller. Wenn er mir anzeigt, es ist was im Keller, dann gehen wir in den Keller. Hier ist es aber nicht. Das heißt, dass es hier irgendwo sein muss. Oder es liegt auch draußen vor der Tür. Ah. Okay. Wo war jetzt nochmal der Ausgang? Da hinten irgendwo, ne? Hier. Ach ja, ach ja. Die Temperatur ist unter den optimalen Wert gesunken. Ja, ich weiß. Das muss ich mir nicht jedes Mal sagen. So. Da ist es. Das habe ich gesehen. Stoff! Perfekt! Rucksack. Ein Schal, der ist aber schlechter. Nehmen wir trotzdem einfach mal mit. Da geht's aufs Dach. Da ist doch bestimmt was drauf, oder? Also ich würde was auf dem Dach packen, wenn ich ein Spielentwickler wäre. Das ist ja ein kleiner Weg, den man hier hochgehen muss. Da muss sich dann ja eigentlich auch lohnen, denn man riskiert ja auch quasi zu erfrieren. Es geht noch weiter hoch. Da ist auch ein Räumchen. Die Bombe, einfach mal gekonnt ignoriert. Ignorierst du die Bombe, ignoriert die Bombe auch dich. Weisheiten fürs Leben. Es ist einfach so. So. Hier höre ich die Bombe noch ticken. Ich bin eine tickende Zeitbombe. Ja, ansonsten
Da hinten ist nochmal ein Unterschlupf. Da könnten wir vielleicht auch nochmal kurz rein. Am liebsten würde ich mich eigentlich noch ein bisschen ausrüsten. Ich weiß ja nicht, wie man wirklich ausgerüstet sein muss. Nee, ich will nicht mit dem Fahrstuhl agieren. Nein, ich will nicht mit dem Fahrstuhl agieren. Um in der Dark Zone wirklich überleben zu können. Aber wir begeben uns mal so langsam auf den Weg dahin. Dann können wir uns ja auch noch ein bisschen ausrüsten, hoffe ich. Ich weiß ja nicht, ob wir vielleicht schon direkt nebenan sind. Warnung, Infektionsgrad nimmt zu. Ja. Schon wieder Pfeiltaste nach unten gedrückt. Bin ein richtiger Profi. Okay, ein bisschen haben wir auch noch dahin. Das heißt, wir können uns auf dem Weg auch noch ein bisschen ausrüsten. Vielleicht den besseren Virusfilter, Erste-Hilfe-Set, vielleicht auch sogar Fähigkeiten schon ranholen, die uns dann helfen zu überleben. Am liebsten hätte ich tatsächlich die Heilung. Die ist eigentlich echt ganz nice. Da können wir uns runterseilen. Warum zeigt er nichts an? Okay, jetzt. Hui! Dann wollen wir mal. Ja, aber nicht hier. Wir können aber hier nochmal aufs Dach. Das nehme ich doch gerne mit. Schwupps. Hier hat auch schon einer gelootet. Diese miesen Looter, Alter. Finde ich echt nicht in Ordnung. Das sollte mal bestraft werden. Ist sie da hinten auf oder zu? Die ist zu. Bams, Alter. Alter, zwei blaue Elektronikteile. Das kann was. Einmal runterrutschen, bitte. Das geht schneller. Hab keine Zeit. Eine blaue Mütze. Perfekt. Nehme ich mit. Eine blaue Mütze mit... Da habe ich gerade was gesehen. Ich weiß nicht, ob das ein Spieler war. Nicht, dass das nachher dieser komische Typ ist, der uns auch in der letzten Folge gekillt hat. Körpertemperatur sinkt. Nee, das sind normale Leute. Normale Leute, die jetzt Granatenspaß haben. Huh! Die hat gesessen. So, ein Waffenteil. Perfekt. Wir müssen uns links halten. Dann machen wir das doch auch mal. Einmal aufwärmen hier im Vorbeigehen. Hätte eigentlich auch gerne noch ein Erste-Hilfe-Set. Infektion schreitet voran. Bevor ich in die Dark Zone gehe. Aber naja. Man kriegt nicht immer das, was man will, wa? Aua. Okay, hier ist ein bisschen was los. Erstmal fett gegen die Wand hier schießen. Alter. Wo hat der andere mich beschossen? Er ist irgendwo hier. Da ist er. Alter, Alter, Alter! Nein! Oh mein Gott, jetzt bin ich echt tot. Boah, die spielen aber auch übel, die flankieren einen richtig und alles. Das ist... Alter, nein! Nein! Ah, Mann. Okay, das war's dann wohl. Keine Dark Zone! Nice! Ach, Mann! Nee, 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 warum? Ah Mann, ich wollte jetzt in die Dark Zone rein. Scheiße. Tja, sie können noch wieder belebt werden für 5 Minuten. Die Frage ist, ob das was bringt, hier jetzt zu warten. Ich denke mal eher nicht, da man alleine spielt. Das würde wohl eher was bringen, wenn man zu zweit spielt oder so. So, Tagesaufträge. Ein Überleben-Einsatzbehälter.
Erfolglos aus einem Überlebensspiel bergen. Wochenaufträge gewinnen 20.000 Punkte in Überleben. Und Virustatiker beschaffen. Das wäre das gewesen, was wir hätten machen müssen. Es war 1,1 Kilometer von uns entfernt. Oh mein Gott. Tja, theoretisch hätte ich mich jetzt selber wiederbeleben können, wenn ich ein erstes Hilfeset gehabt hätte. Aber habe ich mir einfach mal nicht gemacht, weil ich dumm bin. Komm, ja, dann gehen wir raus. Das war ja jetzt nicht so geil. Ich bin gerade am Überlegen, ob ich dann die nächste Runde auch nochmal spiele. Nur im PvE oder schon im PvP dann. Weil ich will mir eigentlich vorher die Dark Zone angucken. Um zu wissen, was mich da erwartet. So, also, wir haben jetzt was bekommen. Sieht man unten links eine Belohnung, eine Kiste. Die werden wir dann gleich mal nochmal aufmachen und mal gucken, was da drin ist. Das ärgert mich. Das ärgert mich jetzt richtig. Wenn sie aus der Dark Zone geborgen werden, bringen sie einige Objekte mit. Ach Mann, ey. Das ist echt ärgerlich. Ihr könnt ja sonst mal sagen, ob ihr nochmal eine Runde sehen wollt, nur gegen die Umgebung. Was für mich, denke ich, eigentlich am besten wäre, weil ich halt einfach noch reinkommen muss. Oder ob ich direkt PvP machen soll. So, hier. Versiegelter Ausstattungsbehälter. Das machen wir mal auf. Ihre Belohnungen. Ja, alles erst ab Level 30 bin ich leider noch nicht. 6 Level fehlen mir noch, sehe ich gerade. Hybridpaket, Stoßtruppenweste. Das ist doch schon mal was. Ein bisschen High-End-Ausrüstung kann doch nie schaden. Ja gut, dann würde ich sagen, verabschiede ich mich hier. Lasst mich auf jeden Fall wissen, ob ihr nochmal PvE sehen wollt, dass ich nur gegen Umgebung spiele, so wie jetzt. Oder demnächst PvP, dann würde ich mich, glaube ich, erstmal ein bisschen drauf vorbereiten, dass ich nochmal ein, zwei Runden so spiele, mich wirklich konzentriere, mir auch die Zeit nehme, um klarzukommen. Und dann, wenn ich ein bisschen weiter bin, dann PvP mache. Ja, mal gucken. Weil eigentlich wäre es auch, glaube ich, interessant, die Entwicklung zu sehen, wie ich mich im PvE dann voranbringe. Wir hatten eigentlich auch nicht wirklich den leichten Spawn. Also wir haben am Anfang direkt viel auf die Schnauze gekriegt. Was wir aber eigentlich geregelt bekommen haben, noch gerade so. Aber da musste ich halt leider ein Medikit benutzen, was mich sehr geärgert hat. Ja, ich hätte mir eigentlich eins craften sollen und dann erstmal safe spielen, bevor ich einfach zu Risiko gehe, um direkt in die Dark Zone zu kommen oder dann direkt auf Heilungsfähigkeiten zu gehen. Das ist, glaube ich, etwas, was ich mir merken sollte, langsamer zu spielen. Wobei man natürlich auch ein bisschen unter Zeitdruck ist, weil man nicht so lange überleben kann wegen der Infektion, die man hat. Ja, ich weiß gar nicht. Falls ihr Hinweise habt, wie ich besser überleben kann, dann lasst es mich gerne wissen, ob ich die Tabletten und Medikamente immer direkt reinhauen soll, wenn ich wieder kann. Oder ob ich damit warten soll. Ja, das wäre eigentlich so relativ gut zu wissen dann. Musik. Gut, dann verabschiede ich mich hier. Lasst mich auf jeden Fall wissen, ob ihr mehr PvE sehen wollt, meine Entwicklung oder direkt PvP. Dann würde ich mich ein bisschen vorbereiten. Und ja, lasst ein Like da, wenn euch das Video gefallen hat. Und dann sehen wir uns auch hoffentlich wieder im nächsten Video. Tschüss.